What I like about vinyl is the fact that it's not only the quality of the sound, it's also a piece of art. Vinyl is soft. It's vulnerable. For me, it's like a fetish. I really like to see my records. It gives me kind of pleasure. Vinyl ist heutzutage die Visitenkarte vieler Musiker. Ich glaube, es hat so was Fetischhaftes. Ne? Es ist so ein Objekt. Wir haben den Vinylumsatz mit Sicherheit um 1000% gesteigert. Das Besondere an Vinyl ist, man hat was in der Hand. Also ich bin ein unheimlich haptischer Mensch, von daher ist es halt für mich echt so das Medium Nummer eins. Collection that's here must be around 10, 11, 12,000 maybe, and another 3,000 spread it. I have some in Hamburg, I have 15 maybe. I had this close friend of mine who introduced me to some old jazz records, so I started buying these records. Plus, there was a record store on my way home from school. They would have a lot of soul, funk, jazz records, and I would stop there and, of course, look for records. So I lost myself in that store too. Once I had these few names, I just went back in time because I looked for all the recordings of the same people. And very soon I've been from records from the early 80s to records from the early 70s, or then from the 60s. That's how it started. In earlier times we were on the flea markets. So we were digging the crates or that was the saying then. I mean, we went to the second-hand stores, we went to the flea markets and to thrift stores, and there were plenty. The second-hand stores were full of nice records in these times. Late 80s and early 90s was rich for discovering music, as there were so many records in the market or in the everywhere. And the upcoming CD made the people sell the vinyl or just throw it away. The records were cheap. There were five German marks, that would be a lot. There was 2 marks, 3 marks, something like that. And so you could try a lot of things. Actually, the way how you found music or how you could discover music via records. I don't really want to think about how much I invested in this. Plus, this is what is behind me at the end of the day is waste, because you go through all these records just to discover and to learn about it. And then you become more professional in memorizing what it is, how this felt, or the context of this and that. And then you're able to not absorb, but to get the idea of it quickly. And then the record fulfilled also somehow its purpose. Sometimes. Wer wirklich ein paar tausend Schallplatten ansammelt, da merkt man dann auch, dass es wirklich was ganz Emotionales, was ganz Persönliches ist. Und ich glaube, das zeichnet vielleicht auch noch die Schallplatte aus im Vergleich zu allen anderen Medien. Wenn wir mal MP3 und WAV und digitale Files außen vor lassen. Selbst so eine CD, ne? Also ich meine, wenn man die so in der Hand hat, irgendwie, die kann man nicht so richtig lieben, oder? There is like a revival of vinyl, like mid 2000, whatever, 5, 8, somewhere there.
a lot of the underground independent electronic producers would again press 300 copies of their record. So the vinyl revival became strong. Wir merken den Aufwand beim Vinylverkauf einfach dadurch, dass es immer mehr Labels gibt und immer mehr Künstler ihr Vinyl auch herstellen wollen oder hergestellt lassen haben wollen. Und also die Zahl der Labels hat definitiv zugenommen in den letzten Jahren. Obwohl wir keine neuen Kunden mehr aufnehmen, ist die Bestellmenge der Bestandskunden viel höher geworden, als es vorher war. Und wir pressen so viel, wie wir können. Ne? In den letzten anderthalb, zwei Jahren sehe ich hier im Laden auf jeden Fall mehr jüngere Leute. Wie mein Alter oder noch jünger teilweise. Letztens war einer hier, der war 13. Unsere Kunden, die waren früher eher älter. Das waren eigentlich ältere Herren, die gesammelt haben. Sammler, typische Sammler. Und die nach Zahlennummern oder sonstiges komplett Beatles. Und das hat sich komplett geändert. Wir haben wahnsinnig viele Frauen, Mädels. Das ist halt ein super hippes Ding. Also ich glaube, wir verkaufen vor Weihnachten genauso viel Gutscheine wie Douglas. I think if you are sensitive to record collecting, then it's an unstoppable thing. Like, you can't get away from it. Every single week you want to do the same round with all your favorite record shops and you want to go in and see what's available. It doesn't stop. And not only for young kids, for me as well. I've been doing this for the last 25 years and it just doesn't stop. Ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen so eine Art von digitaler Fantasie gab, dass die Leute gedacht haben, jetzt ist alles nur noch digital, die Printmedien gehen unter, alles läuft nur noch im Internet ab. Aber im Endeffekt wollen die Leute doch irgendwas Physikalisches in der Hand haben. Irgendwie merkt man, dass jetzt auf einmal die Leute wieder ein Bewusstsein dafür haben, dass man ein T-Shirt anziehen muss und nicht nackt auf die Straße geht. Oder dass man eben sich doch lieber Schallplatten, irgendwas Haptisches zu Hause hinstellt und eigentlich auch dieses Horten, Besitzen, Anhäufen, dass das eben im Endeffekt doch Teil dessen ist, was es heißt, Mensch zu sein. Gerade die neue Generation wächst sehr digital, also mit viel digitalen Medien auf. Und gerade was Musik angeht, haben viele junge Leute jetzt das Vinyl für sich wieder entdeckt, als was man sich halt auch schön hier ans Regal stellen kann und ja, als Produkt zum Sammeln. Mit einer CD hat man noch was in der Hand gehabt. Man hat plötzlich festgestellt, was das eigentlich bedeutet, wenn alles virtuell ist, wenn alles wirklich beliebig kopierbar ist, wenn jeder alles haben kann, und zwar auf Knopfdruck, dass dann ein grundsätzliches Merkmal von Musik, was ja immer jungen Leuten dient, sich voneinander zu unterscheiden, voneinander abzugrenzen, sich zu identifizieren, dass das eine Beliebigkeit mit ins Spiel bringt, die eigentlich überhaupt nicht das ist, was die jungen Leute wollen. Die wollen ja gar nicht sein wie alle anderen. Für mich war das immer so halt auch irgendwie ein Lebensgefühl. Also ich gehe halt in den Plattenladen, treffe da meine Freunde, treffe irgendwie Gleichgesinnte und man tauscht sich aus über Platten und über Musik und so. Und das fand ich halt immer so das Schöne dran. Und dann irgendwann, finde ich, ist das so ein bisschen verloren gegangen halt in der ganzen digitalen Zeit. Deine Tracks kaufst du online, du bestellst dir was zu essen online, du triffst neue Freunde online. Und deswegen ist auch so ein großer Punkt, warum ich halt echt auch beim Vinyl geblieben bin. Und nichts Besseres, als wenn du halt irgendwie vor deinem Plattenschrank sitzt und halt irgendwie die Platten rausziehst und dann anhand vom Cover halt weißt, okay, krass, die Platte habe ich da und da gespielt, das war der und der Moment oder die habe ich dann und dann gekauft oder das war jetzt eine super rare Platte. Und ja, also das kannst du einfach mit MP3s oder mit irgendwie digitaler Musik, da hast du das halt einfach nicht. For me as a DJ playing vinyl, it's about the feeling, like putting the record on the turntable. Also, I'm a much better DJ if I can have a look at what I want to play, rather than think about the name of the track.
viele DJs mögen einfach auch tatsächlich immer noch lieber den Klang und das Feeling mit Platten aufzulegen. Und es ist ja nicht unbedingt nur so, dass es DJs meiner Generation so sehen, sondern vor allen Dingen halt auch viele, viele jüngere Leute, denen es einfach auch mehr Spaß macht, auf eine Platte zu gucken als auf ein Display. Dass man sich mehr Gedanken macht, was spiele ich heute Abend? Man hat einfach nur beschränkt Platz. Man nimmt vielleicht eine Kiste mit, was weiß ich, 40 bis 80 Platten und damit muss man dann klarkommen. Und das ist eine andere Art aufzulegen natürlich, als wenn man einen Laptop mitnimmt, auf dem quasi die halbe Plattensammlung drauf ist. Für unsere Kunden, denke ich mal, ist die Platte an sich eine bessere Möglichkeit, Tonträger an sich zu verkaufen. Ja, beim Konzert, sonst wo im Vertrieb. Die CD kommt dann kostenlos mit rein und ein Downloadcode. Das ist halt ein Produkt, was man gut verkaufen kann. Und der Unterschied in den letzten Jahren zu den vorhergehenden Jahren ist der, dass die Großindustrie jetzt die Platte auch für sich entdeckt hat. Das war halt, also wir haben eigentlich schon immer gut zu tun. Unser Kundenkreis ist ja auch der gleiche geblieben. Nur, dass die Nachfrage durch die Großindustrie jetzt insgesamt größer geworden ist und dadurch die Möglichkeit für die kleineren Labels, Platten zu pressen, schwieriger geworden ist, weil viele Presswerke nur noch die großen bedienen. Die Stückzahlen, die bei Hardwax verkauft werden, sind sicherlich anders als noch vor 10 Jahren oder noch länger her. Das kann man nicht vergleichen. Aber damals war, glaube ich, auch nicht so eine große Masse an Releases. Und das ist der Unterschied zu heute. Es gibt viele Releases, die weniger verkaufen, aber davon sind es dann halt auch mehr. Bei Makro, dem Label, was ich mit Stefan Goldmann mache, ist Vinyl immer noch ein wichtiger Faktor. Viele unserer Leute, die erwarten das auch von uns, dass wir Vinyl machen. Wir machen das gerne, weil es für uns natürlich auch immer noch so ein Medium ist, wo das Herz dran hängt. Also bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir mit Digitalverkäufen über irgendwelche Digitalstores oder Bandcamp, davon könnten wir allein nicht existieren. Und das finden wir auch wenig reizvoll, weil wichtiger Bestandteil, ein Label zu betreiben, ist halt auch ein Artwork machen, Cover machen, die ganze Herstellungsprozesse und das auch irgendwie ein bisschen spielerisch einzusetzen. Sonst ist es nicht wirklich Labelarbeit. Bei der ersten Auflage war es halt so, okay, wir wollen halt einfach nur, dass unsere Tracks halt irgendwie rauskommen. Also gerade wenn du halt ein junger Künstler bist, ist es halt sehr schwierig, bei einem etablierten Label da halt ranzukommen oder dass halt die Leute deine Sachen halt auch erstmal anhören. Und dann haben wir gesagt, okay, das Zeug, das muss jetzt auf jeden Fall raus. Und ich hatte halt ein bisschen Geld gespart und hatte eh überlegt, was ich damit mache, ob ich es jetzt irgendwie noch mal ein bisschen irgendwo investiere. Und es hat dann halt einfach gepasst und dann haben wir halt die erste gepresst und haben halt 300 Stück gemacht und hatten dann auch erst ein bisschen Angst, okay, hoffentlich kriegen wir das alles los, aber es war, also bei unserem Vertrieb war es, ich glaube, innerhalb von 2 Tagen ausverkauft und es war schon echt krass, also haben wir uns wirklich gefreut halt. Und bei der zweiten waren es dann halt auch so viel und ab da haben wir dann halt auch immer wieder nachgepresst. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt super viel Geld damit machen, aber ich würde schon sagen, dass wir schon ziemlich gut bis sehr gut verkaufen. Das Erlebnis, irgendwie Platten direkt im Laden zu kaufen, ist schon was anderes als irgendwie immer nur was downzuloaden. Es hat einfach einen anderen Wert. Also man hat eine andere Art von Respekt für die Musik, denke ich mal. Das ist aber nicht unbedingt nur musikspezifisch. Ich denke, das gilt für Bücher auch zum Beispiel. Also es gibt die Tendenz, dass viele neue Läden gerade aufmachen, also europaweit, also weltweit eigentlich. Es gab eine lange Zeit einen Plattenladen sterben. Und jetzt melden sich immer wieder neue Läden bei uns, die Vinyl anbieten und wirklich auch als reine Vinyl-Läden an den Start gehen. Man wird ja, wenn man mit Vinyl handelt oder überhaupt mit Vinyl zu tun hat oder Vinyl nur sammelt, wird man ja gleich gerne in diese Nostalgiker-Ecke gesteckt. Habe ich selber nie so empfunden irgendwie. Ich sehe mich überhaupt nicht als Nostalgiker. Für mich ist das einfach das Medium. Ne? Auch die ganze Diskussion, digital oder Vinyl, ist für mich eigentlich einfach mit Böhm vergleichen halt irgendwie. Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn, darüber zu reden. Das sind so ein paar Schuhe. Wenn ich zum Beispiel digital Musik kaufe, was relativ selten vorkommt, dann kaufe ich sehr gezielt. Das heißt, ich möchte den einen Track haben
Und dann höre ich aber aus irgendwelchen Gründen mir selten an, was da noch irgendwie alles ist. Also das ist einfach so ein flüchtiges Produkt. Und wenn man die Platte im Laden in der Hand hat, dann denkt man sich auch, dann drehe ich sie nochmal um und gucke, was da passiert. Und da findet man dann halt die Perlen. Keiner weiß, wie es in ein paar Jahren aussieht. Ne? Im Moment ist es nicht absehbar, dass es weniger wird. Aber genauso wie der Boom gekommen ist, kann er auch wieder wegbrechen. Ne? Man weiß es nicht. Da gibt es keine verlässlichen Zahlen. Ne? Vinyl wird es langfristig geben. Tendenz ist, Verkäufe gehen in die Breite. Das heißt, es gibt mehr Vinyl-Labels und die Auflagen werden zum Teil kleiner. Ob das jetzt noch sich mehr steigert, das muss man jetzt mal schauen. Also ich denke, dass vielleicht der Zenit so ein bisschen erreicht ist. Also ich glaube, dass die Renaissance des Vinyl nicht nur eine Modewelle ist, die schnell wieder vergeht oder so ein Hipster-Phänomen ist. Ich glaube tatsächlich, dass das schon seit langen Jahren sich abzeichnende Entwicklung ist. Auf der einen Seite Digitalisierung, auf der anderen Seite eben halt doch der Wunsch nach haptisch-optischer fahrbaren, wertigen Tonträgern und dass das tatsächlich auch auf lange Sicht so die Darreichungsform und auch die Rezeptionsform von Musik und Tonträgern sein wird. Auf der einen Seite digital über Streaming. Und auf der anderen Seite kauft man sich eben halt einen tollen Tonträger und das ist halt dann doch Vinyl.